Wir wenden uns nun zu der zweiten Abteilung. Wir wenden uns dem Thema Digitalisierung in der Logistik zu. Und wie Sie schon gehört haben von unserem Kollegen Sven Hompel auch heute, ist es schon auch ein Alleinstellungsmerkmal unseres Instituts und unseres Standorts hier, dass wir die beiden Themen Logistik und Informatik systematisch zusammendenken. Hier werden wir uns zudem auch noch mit dem schon besprochenen Thema Industrial Data Space beschäftigen, weil nämlich wir uns mit dem Thema Datensouveränität und Transparenz in Lieferketten beschäftigen werden, anhand eines Projektes zum Thema Data Space Use Case Audi. Und ich darf begrüßen Herrn Hans-Jürgen Berndt, Informationsprozesse Logistik bei der Audi AG. Und von Seiten des Instituts wird Jan Sirulis, Abteilungsleiter der Abteilung am ISST, dann nachher seinen Vortrag geben. Genau. Genau, ja, sehr verehrte Damen und Herren, vielen Dank, Herr Professor Rehoff, für die freundliche Einführung. Genau, mein Name ist Jan Sirulis, ich leite die Abteilung Digitization in Logistics hier am Fraunhofer ISST und auch dort befassen wir uns natürlich mit dem Thema Datensouveränität, im Speziellen natürlich im Kontext der Logistik. Und um erst einmal einen Praxiseinblick zu kriegen und anhand eines Praxisbeispiels das Ganze mal zu zeigen, übergebe ich das Wort an der Stelle für Herrn Hans-Jürgen Berndt von der Audi AG. Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte Ihnen im Folgenden, ich möchte im Folgenden einen Eindruck geben aus dem Industriealltag. Bitte, es wird hier keine Lösung geben, sondern ich will eigentlich andere Sichten auch nochmal mitvermitteln. Eine Sicht an der Stelle, ich habe heute einen Ausdruck hier gelernt, extra aufgeschrieben, Digital Immigrant. Ich bin 50 plus, also insofern Digital Immigrant an der Stelle. Ich bin auch kein ITler, sondern ich komme aus der Prozesswelt heraus, also genau an der Schnittstelle, was Business-Logik auch angeht. Also wir enden mit einem Business-Blueprint und dann geht die eigentlich Programmiererei los. 25 Jahre ISST, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. 25 plus 2 ist meine Halbwertszeit bei Audi, also sprich 27 Jahre. Ich habe mehr als ein Drittel meines Berufslebens im Ausland für die Firma gearbeitet, in verschiedenen Positionen. Es ist, wie gesagt, sehr interessant, in einem großen Unternehmen verschiedene Stationen zu durchlaufen. Ich möchte im Folgenden, bevor ich mit Folien loslege, Ihnen nochmal vielleicht kurz einen Abriss zur Ausgangssituation an der Stelle geben. Klar, Lieferketten. Wenn Sie Lieferketten betrachten und Sie sagen, der Strom kommt aus der Steckdose, dann ist das sehr einfach. Oder anderes Beispiel, die Milch kommt aus dem Supermarktregal. Die Lieferketten sind wesentlich komplexer, insbesondere, wie gesagt, im Automotive-Bereich. Wir sprechen hier von ganzen Beschaffungsketten. Und glauben Sie mir, in den letzten Jahrzehnten, die Arbeitsteiligkeit, die globale Arbeitsteiligkeit, hat massiv zugenommen. Und Sie wissen auch, wo die Werkbänke der Zukunft liegen. Das heißt, die Arbeitsteilung wird weiter zunehmen, zu hochspezialisierten Betrieben, die aber nicht unbedingt vor der Haustür liegen. Dann, klar, Sie haben an der anderen Seite das Kundenverhalten. Der Kunde, was will der Kunde? Der Kunde ist insbesondere im Premium-Segment deutlich anspruchsvoller geworden. Er fordert entsprechende Alternativantriebe, E-Antriebe, Gasantriebe, was auch immer. Der Kunde fordert Assistenzsysteme. Sie haben gesehen, früher ein Automatikauto, oh, was war das toll. Heute, wenn Sie nicht mehr ein ACC, ein Adaptive Cruise Control haben und so weiter, Sie trauen sich ja gar nicht mehr ohne Airbag auf der Autobahn fahren. Weil, wie gesagt, das Kundenverhalten an der Stelle ist. Und klar, ich werde nachher nochmal darauf eingehen, das autonome Fahren, ein Traum der Menschheit. Also, wie gesagt, auf der einen Seite die Komplexität in den Beschaffungsketten, die immer weiter zunehmen wird, die schreit ja schon nach einem Data Space, um es mal vorwegzunehmen. Auf der anderen Seite dieses Kundenverhalten, das Kundenverhalten genauer zu analysieren. Amazon hat hier auch seine gewissen Methoden. Wir müssen natürlich immer aufpassen mit der Datensouveränität auch an der Stelle. Und klar, Sie haben die klassischen Marktschwankungen. Marktschwankungen, denken Sie 5 Jahre zurück, BRIC, ja,
Brasilien, Russland leider ganz im Gegenteil. Indien hat auch dieses Wachstum noch nicht so hingelegt. Allerdings China. China boomt nach wie vor in zweistelliger Größe. Ja, aber das sind alles Themen, wie gesagt, diese langfristigen, aber auch kurzfristigen Markt- und Bedarfsschwankungen. Das muss über Lieferketten abgebildet werden. Und in diesen Lieferketten haben Sie heute auch nach wie vor gewisse Reserven enthalten. Und diese Reserven binden Geld. Und dieses Geld gilt es, sich an der Stelle zu sparen. Und deswegen stand sich mal die Frage, wozu Transparenz, wozu Datensouveränität? Der Vortrag heißt ja, wie gesagt, Datensouveränität steigert die Transparenz. Also Lieferketten, wir brauchen Lieferketten, um nachhaltig auch wettbewerbsfähig zu sein. Wir brauchen aber, wenn wir Lieferketten haben, auch eine Transparenz in den Lieferketten. Lieferketten dürfen nicht unendliche Bestände haben. Wenn das Teil aus Übersee kommt und ist hier veraltet, hilft uns allen nicht weiter. Wir haben, wie gesagt, mit den Möglichkeiten der heutigen IT und vor allem der Digitalisierung, haben wir unendliche Werkzeuge. Wir müssen sie nur nutzen, um diese komplexen Lieferketten. Sie sind nicht schwierig, sie sind nur komplexer. Um diese transparenter, skalierbar und vor allem auch ereignisorientiert abgreifbar zu machen. Wir haben heute Datensilos ohne Ende. Die Zulieferindustrie hat ihre Silos, der Hersteller hat seine Silos und wir müssen diese Silos miteinander erstmal aufbrechen und durchlässig machen, damit wir auch eine gemeinsame Sicht drauf bekommen. Wir müssen die geeigneten Parameter miteinander verknüpfen. Wir saufen heute in Daten, Entschuldigung für den Ausdruck, aber wir brauchen die richtigen Daten. Und dadurch, dass jeder redundante Daten speichert, aber zu einem anderen Zeitpunkt, kommt man auch nie so richtig zusammen. Auch wieder ein Ansatzpunkt, wo wir mit dem Industrial Data Space Abhilfe schaffen können. Und wir unterscheiden eigentlich zwei grundsätzliche Arten von Prozessen. Das eine, was ich Ihnen gesagt habe, ist dieses Bedarfskapazitätsmanagement, wo man erstmal mittels Industrial Data Space, ich betone, versucht, die Baumstrukturen, also in der Lieferkette, wir sprechen immer von Baumstrukturen bis, ich sage einfach mal so, wenn Sie Ihr Sofa zu Hause haben, Sie denken nicht gleich an das Rind in Argentinien. Aber irgendwo ist, wie gesagt, das eine sehr komplexe Lieferkette, die Sie zurückverfolgen. Und gerade Leder ist immer ein interessantes Beispiel. Die Automobilhersteller brauchen Leder, die Möbelindustrie braucht Leder, die Bekleidungsindustrie. Alle poolen wir um dieses Fell von diesem einen Tier. Und wie gesagt, hier geht es darum, diese Baumstruktur darzustellen, um auch zu wissen, wer sind die anderen Marktteilnehmer, wer sind die anderen Mitspieler dabei, die sich um das letzte Fell dann im Zweifelsfall streiten. Das ist, wie gesagt, der, ich würde ihn eher bezeichnen als strategische Part. Der andere Teil, wir hatten es vorhin von Professor Den Hompel auch schon gehört, ist der Teil dieser operative Materialfluss. Wenn wir künftig mit Beacons an den Behältern, mit Beacons ereignisorientiert End-to-End und wie gesagt skalierbar den Materialfluss tracken können. Wo habe ich entsprechende Parameter überschritten? Wo bin ich über gewisse Beschleunigungswerte gekommen? Wo bin ich feucht geworden? Wo habe ich Einflüsse von außen bekommen? Das sind Informationen, die wir künftig brauchen. Aber bitte nicht bei Teilen im Cent-Bereich, nicht bei einer Schraube. Da muss man, wie gesagt, auch mal abwägen, Informationen, um gleich ein Gegenbeispiel zu liefern. Kostet ja auch Geld. Und da ist eben auch die Frage, wo wird das richtige Maß an der Stelle sein? Wir alle träumen, wie gesagt, an der Stelle, sagen wir mal, von der autonomen Prozesssteuerung. Wir alle träumen aber auch von dem autonomen Fahren. Und da möchte ich Sie mal mit überleiten in die Automotive-Welt, wie wir uns von den Produkten her leiten lassen. Aber für mich ist das ein Beispiel, was sich eigentlich 1:1 auf den IDS übertragen lässt. An der Stelle möchte ich hier ein Beispiel nehmen. Ist auch letzte Woche erst bekannt gegeben worden, öffentlich, dieser Audi Icon. Also das ist ein Concept-Car für die Zukunft, selbst autonom, mit E-Antrieb, mit allem Möglichen. Aber was sind eigentlich die wichtigen Features bei so einem Produkt? Das ist für mich die Analogie zum IDS. Ein Design, es muss attraktiv, innovativ und zukunftsweisend sein. Also der IDS muss entsprechende Features bieten, Design. Er muss auf Anhieb
gefallen. Also ich übersetze das jetzt einfach mal in Richtung IDS. Ja, ihr braucht natürlich auch eine Technik. Die Technik, sie muss übersetzt integrativ, konnektiv, souverän. Sie muss skalierbar sein. Sie muss hochverfügbar sein. Und Echtzeitverhalten. Wer kennt das nicht, steigt ins Auto ein, ich will Beschleunigung, ich will wissen, wie bewegt sich das. Ein Data Space, der in Anführungszeichen lahm ist und so weiter, übersetzt, wird nicht den Kunden treffen. Und Mobilität steht für mich übersetzt beim IDS zum Thema global einsetzbar. Intuitive Bedienungslogik. Muss auch, wie gesagt, entsprechende Sicherheit bieten. Ich muss mich wohlfühlen, ich muss sicher sein. Und Thema Upgrade-Fähigkeit, Nachhaltigkeit, upgrade-fähig. Es muss jederzeit in 10 Jahren dieses Produkt auch nochmal upgrade-fähig sein. Customizing. Das sind Punkte, die möchte ich einfach nochmal rüberbringen, wo ich direkte Parallelitäten sehe. Und wir brauchen auch für den IDS eine Vision. So wie ein Automobilhersteller, ich arbeite eben für so einen, wo wir Visionen brauchen, wo wir hinwollen, wo wir in 20 Jahren oder in 10 Jahren, steht nicht drauf, und in welcher Ausprägung. Aber das hängt wieder an dem berühmten alten Spruch mit der Sehnsucht nach mehr und denen, die Schiffe bauen. Ja, aber dann lassen Sie mich nochmal kurz zurückkommen auf die Lieferketten, die heute schon mal angesprochen wurden. Ich meine, wir haben die klassischen Transportträger auch in 10, 15, 20 Jahren noch. Mobilität bei Menschen, es wird sich immer irgendwo abspielen, in einem Vehikel, ob autonom, wie auch immer. Der Professor Otto hat es vorhin auch angesprochen, wie gesagt, es wird diese Transportträger auch weiterhin in Zukunft geben. Diese werden sicherlich über neuartige Antriebe verfügen. Die werden autonom fahren, alles. Aber am Ende des Tages ist es immer die Verbindung von verschiedenen Verkehrsträgern hier. Arbeitsteiligkeit, Werkbank, Fernost, die Teile kommen künftig auch mit dem Schiff. Dass wir natürlich genau Bescheid wissen, wenn so ein Sturm war, dass das irgendwie eine Transportbelastung hat und so weiter, dass wir künftig mehr oder weniger in Echtzeitverhalten mitbekommen. Aber die Grundbasis bleibt dieselbe. Die Grundbasis, dass man hier eine Zulieferstruktur haben wird, die, wie ich vorhin sagte, noch komplexer werden wird. Das werden wir auch haben. Wir werden auch genauso hier so eine Art Tower brauchen, wo diese Informationen zusammenlaufen. Und nochmal ein Beispiel hier. Der LKW ist eigentlich das flexibelste Medium. Also Massengüter werden sicherlich künftig weiterhin per Schiff, per Bahn angeliefert. Eilige Güter natürlich mit dem Flugzeug. Aber der LKW ist nach wie vor das individuellste Anliefermittel an der Stelle. Und den gilt es, wie gesagt, genau zu steuern und zu tracken. Denn überlegen Sie sich, wenn 100 LKW pünktlich um 7 Uhr vom Werkstor stehen, dann haben Sie LKWs 20 Meter lang. Dann haben Sie 2000 Meter lang LKW-Schlange. Und das ist ineffektiv. Sie müssen das, wie gesagt, über die entsprechenden Zeitfenster 24 Stunden nutzen, verteilen, um, wie gesagt, das Ganze zu entzerren. Wir haben es heute, auch gehört, dass wir hier durch ein Tracking, Tracing aktiv das steuern können. Die Luftfahrt macht uns das ja seit Jahrzehnten vor. Wir müssen diese Best-Practice-Beispiele auch übertragen. Was brauchen wir dazu? Dazu brauchen wir Daten. Aber nicht nur Rohdaten, sondern veredelte Daten, Daten, die schon zusammengefasst werden, damit wir diese Signale auch autonom verwenden können. Das ist eine Darstellung hier in der Fabrik. Deswegen hier immer das Thema Potenzial. Also Potenzial hier ist sicherlich hoch. Es gibt schon sehr viele Leuchtturmprojekte an der Stelle. Aber jeder Hersteller hat wieder sein eigenes System. Und der arme Spediteur, der zum Daimler, zum BMW, zum Audi, zum... Gut, innerhalb des Volkswagen-Konzerns sind wir glücklicherweise einheitlich. Aber bei jedem muss er sich wieder anders anmelden. Und das, wenn wir da einen Standard finden mit dem IDS, dann haben wir sicherlich einen großen Schritt in die Zukunft auch bekommen. Hier Potenzial niedrig. Intern sind wir relativ transparent. Auch noch nicht ganz durchgängig, aber hier haben wir zumindest dasselbe in der Hand ab dem Werkstor. Ja, ganz wichtig ist natürlich die Produkte. Die Produkte gehen auch wieder weltweit in über 100 Absatzmärkte. Die Produkte brauchen natürlich auch irgendwo
die Teile, also das Verschleißmaterial, Ersatzteile, wie auch immer. Und hier werden wir genauso rangehen. Aber wie gesagt, die Schiffe hier, die Autos nach Südafrika, nach USA bringen, die fahren eben nicht im Stundentakt, sondern die fahren eher wöchentlich oder zweimal die Woche. Also insofern Potenzial hier, jawohl, ist da. Aber erstmal hier anfangen, denn alles, was wir hier machen, können wir hier auch übertragen. Ja, im Folgenden, das soll jetzt mal so ein Modellcharakter für Lieferketten darstellen. Modellcharakter für Lieferketten, Sie sehen dieselbe Systematik wie vorhin. Hier, das ist wie gesagt das Werk. Aber um Ihnen hier auch mal, um Ihnen hier mal ein Beispiel zu geben, Entschuldigung. Um Ihnen hier mal ein Zahlenbeispiel zu geben. Wenn hier steht Lieferanten, das ist ein Lieferantennetzwerk mit 5000 Lieferanten, die irgendwo global verteilt sind. Natürlich Schwerpunkt momentan noch hier in Europa, aber wie gesagt, hier sind auch sehr viele Überseelieferanten schon mit dabei. Es gibt dann, wie gesagt, die Dienstleister, also jetzt Zahl 5 zieht sich wie ein roter Faden. 5000 Lieferanten, 50 Dienstleister, 500 Spediteure. Spediteure sind die, wie gesagt, die dann die ganzen Sachen an die Werkstore bringen. Und wie gesagt, die Dienstleister sind diejenigen, die in dem Auftrag des OEMs auch die Ware in Empfang nehmen. Und Sie müssen sich überlegen, im Inhouse-Bereich, hier in den Werken, also es gibt 5 Standorte bei Audi, 4 davon in Europa, einer in Nordamerika. Es gibt an der Stelle, wenn Sie die Bedarfsorte, wo die Ware hier hin muss, gibt es über 50.000 sogenannte Bedarfsorte in den Werken, wo die Ware hinkommt. Sie haben ungefähr 200 Lagerorte, wo das auch angelandet wird, das Material. Also ich will damit bloß sagen, es ist eine sehr, sehr hohe Komplexität, die Sie dabei haben. Und wie gesagt, hier in dem sogenannten Outbound-Bereich über 100 Länder, auch wieder 500 Depots zu über 10.000 Werkstätten weltweit. Also das ist, was ich hier mit einer Komplexität auch nochmal rüberbringen will. Ja, jetzt nochmal Thema IDS. IDS ist hier noch nach wie vor mal das Schema dargestellt. Wir haben diese sogenannten Kontextdaten wie Wetter, Verkehr und wie gesagt, sonstige Risikendaten. Gerade jetzt, gestern haben wir wieder mitbekommen, Erdbeben in Mexiko. Aber wo eben auch Naturkatastrophen und so weiter die Lieferkette beeinflussen. Und das, wie gesagt, mit den Konnektoren auch zu verarbeiten, mit den Konnektoren auch an die richtigen Stellen zu leiten. Und das in Echtzeit. Das ist die Herausforderung an der Stelle. Durchgängiges Datenmodell. Sie werden nachher die technische Seite von dem Dr. Cyrillis hier nochmal hören. Aber an der Stelle die Ausgangssituation. Ich fasse einfach mal zusammen. Die Ausgangssituation heute ist, jeder hat sein Silo. Und gestatten Sie mir den Ausspruch, ich sehe was, was du nicht siehst. Und ich zeige dir nur was, wenn du mir was zeigst. Also das ist, wie gesagt, leider die Business-Logik der letzten Jahrzehnte oder letzten Jahrhunderte. Wir sind jetzt dabei, mit der Stufe 1 uns dem Datenaustausch anzunähern. Mit dem Ziel natürlich, wenn ich wieder diese einfache Redewendung nehme, ich sehe das, was du auch siehst. Das ist plötzlich eine ganz neue Sichtweise, denn draußen, der sieht jetzt auch, was ich habe und ich sehe auch, was der draußen hat. Aber das Businessmodell gilt nach wie vor. Das, was ich bestellt habe, bekomme ich auch pünktlich. Und sehe auch die Aktivitäten vom anderen, was er dann alles tut, um, wenn irgendwo vom Suezkanal der Stau ist und die Halbleiterelemente nicht durch den Suezkanal eine Woche kommen, dass er eben eine entsprechende Luftfracht organisiert hat. Das sind die Dinge, die dann den Kunden irgendwo beruhigen, dass er sieht, Mensch, da ist ein Anspannungsgrad da, der macht auch was an der Stelle. Und das ist hier schon mal ein wichtiger Punkt, Vertrauen an der Stelle. Man muss hier natürlich die Regeln, Daten, Eigentum und so weiter sehr stark berücksichtigen. Aber wie gesagt, Stufe 1 muss natürlich in Stufe 2 folgen. Das ist dann das Thema Datenwertschöpfung. Denn der IDS an der Stelle ist das Vehikel dorthin, dass ich dann eine Datenwertschöpfung an der Stelle mache, wo dann Smart Services unterstützt werden, wo dann der lang gehegte Traum des Logistikers eine autonome Prozesssteuerung auch stattfinden kann. Und eine autonome Prozesssteuerung auch entlang der Supply Chain. Wir haben hier auch bei Audi entsprechende Pilotprojekte schon gestartet. Also wir haben hier mit einem sehr namhaften, großen deutschen Zulieferer
begonnen, hier über IDS Datenaustausch aufzubauen. Es stellt sich heraus, dass die Technik an der Stelle gar nicht das große Problem ist. Es stellt sich heraus, dass sich hier seit Monaten Rechtsabteilungen unterhalten über Dateneigentum. Und wenn die Daten dann fließen, wie wir das jetzt, nachdem man rechtlich das alles hinbekommen hat, dann kommt sowas wie die Firewall in unserem Unternehmen und auch die Firewall in einem anderen großen Unternehmen. Die sagen, nee, da dürfen jetzt keine Daten ausgetauscht werden, auch wenn die Juristen sich an der Stelle einig sind. Also damit würde ich sagen, wir müssen auch die zweite und die dritte Dimension beobachten. Denn die erste Dimension, die Technik, da sage ich, Haken dran. Jetzt geht es wirklich los, die Dateneigentümerschaft an der Stelle zu klären und, wie gesagt, auch die Regeln zu definieren. Das ist die Herausforderung. Wie gesagt, hier intern, also was so in dem, wir nennen das Zwischenwerksverkehr, wir haben in Ungarn ein Motorenwerk, da kommen Motoren in die anderen Werke und wie gesagt, da sind wir der Prozessor, da sind wir die Dateneigentümer. Da ist es relativ einfach an der Stelle. Und wie gesagt, hier nach hinten raus ist es auch interessant, denn Sie haben hier einen Eigentumsübergang der Ware. So ein Importeur sagt, ey Hersteller, geht dich das was an, wo ich mein Auto hinstelle? Das pflanzt sich durch bis zum Kunden raus oder erstmal bis zum Händler. Dem Kunden könnten wir natürlich den Mehrwert bieten, dass er zu jeder Zeit, was wir heute auch schon haben, über eine App nachschauen kann, wo ist sein Auto. Und da sind wir wieder bei den Mehrwerten entlang der Prozesskette, die es gilt zu generieren. Die Pilotprojekte dienen vor allem hier eine gemeinsame Basis schaffen, Akzeptanzfindung bei den Prozesspartnern zu bekommen in der industriellen Praxis, wenn wir einen entsprechenden interessanten Fall haben, Herr Dr. Ahatz, dass wir dann den Bekanntheitsgrad dafür auch entsprechend erhöhen, denn wir müssen dieses Produkt dann auch gemeinsam vermarkten. Ich spreche jetzt vom IDS, von dem Vehikel hin zur autonomen Steuerung von Prozessketten. Und was auch wichtig ist, Lösungsfindung für rechtliche Grundsatzfragen. Also vorhin angesprochen, strapaziert Dateneigentum und so weiter. Wir müssen auch Alltagsprobleme lösen. Seit Jahrzehnten haben wir das Problem mit Datenqualität. Datenqualität, nochmals Datenqualität. Es helfen die schönsten Daten nichts, wenn sie nicht stimmen. Und die erwähnten Redundanzen. Wir müssen auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln für Störfälle. Es ist nicht immer Sonnenschein. Und wie gehen wir dann um miteinander? Irgendeiner hat irgendwelche Daten offenbar missinterpretiert oder wie auch immer. Und ganz wichtig, regelmäßig Stakeholder-Analysen an der Stelle klar zur weiteren Prozessverbesserung. Ja, und wir haben, wie gesagt, hier mit den Pilotlieferanten entsprechende Dinge auch vor. Wir sind regelmäßig 2-3 Mal im Monat auch zusammen an der Stelle. Wir haben hier auch hier im Raum unseren Doktoranden, der hier am ISST auch die mehr oder weniger die ganze Woche ist und bei uns dann auch wieder in Ingolstadt ist, er lächelt schon, und wo wir eben das Ganze im Rahmen von einer Doktorarbeit auch nochmal darstellen wollen. Aber glauben Sie mir, das Wichtige ist erstmal, dass wir über den Berg kommen und einen schönen Use Case haben. Ich kann Ihnen hier keinen fertigen Use Case präsentieren, ich hoffe im nächsten Jahr. Dann geht es eben um weitere Fragen, wie vorhin wurde angesprochen, die Datenübertragung, die wir seit Ende der 80er, Anfang 90er Jahre machen, diese VDA-Datenformate, die eigentlich wieder nur eine Einbahnstraße sind. Und da ist die Frage, ist der IDS vielleicht das künftige neue Datenformat der Industrie 4.0? Wir müssen dann, Lars, ich scheine deine Richtung auch, die Gremienarbeit im VDA müssen wir stärken an der Stelle. Und wir müssen die geeigneten Geschäftsmodelle darstellen. Es gibt schon entsprechende Geschäftsmodelle. Aber wie gesagt, wir müssen die auch nochmal überarbeiten, denn hier kommt der berühmte Spruch, der berühmte Wurm, der nicht nur dem Angler schmeckt, sondern der muss vor allem dem Fisch schmecken. Denn die brauchen wir, die Kunden brauchen wir an der Stelle. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lass mich mal zusammenfassen. Eins zu früh. Vom Eisenerz zum Edelmetall ist in dieser Region seit Generationen da. Diese Datenveredelung, wer soll das besser können als NRW? Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank an Herrn Bernd für diesen sehr interessanten Einblick in Audis Befassung mit dem IDS-Projekt aus Sicht eines Nutzers, aber auch eines Mitstreiters. Ganz herzlichen Dank.
Und damit leite ich dann zügig über zu unserem Inhouse-Partner sozusagen, Herrn Dr. Sirulis, der aus Sicht der Abteilung uns etwas erzählen wird. Jakob, vielen Dank. Ja, Herr Bernd, vielen Dank für diesen anschaulichen Case aus der Praxis. Wir haben gesehen, es besteht, das ist der Bedarf, Daten, die einen Wert haben, in den Lieferketten zwischen den verschiedenen Partnern verstärkt auszutauschen. Und dabei haben wir heute jetzt schon mehrfach das Stichwort Datensouveränität gehört. Und das ist der Schlüssel, der einem die Möglichkeit bietet, diese Daten, die bis heute eher geschützt werden, weil sie einen hohen Wert haben, dann doch auszutauschen. Das können Daten sein, die einfach einen Wert haben, weil sie irgendwann mal erzeugt wurden und die Datenerzeugung einen Wert hatte und die Datenerzeugung hat nun mal keinen Selbstzweck. Oder aber, weil sie eben derart geschäftskritisch sind, dass ein Lieferant seinem OEM die Daten nicht mir nichts, dir nichts zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, auf der anderen Seite wollen wir aber Interoperabilität, um die Zusammenarbeit zu stärken, um neue Geschäftsmodelle zu erschließen, um die Effizienz zu erhöhen. Und wenn wir Datensouveränität herstellen können, dann bedeutet das, dass ein Datenowner, ein Datenversender, die das Recht auf Selbstbestimmung hat bezüglich seiner Daten, die dann nämlich ein Wirtschaftsgut darstellen. Und da wir jetzt schon heute viel über den Industrial Data Space gehört haben, möchte ich zum einen einen tieferen Blick einmal in Technik werfen, um zu erläutern, wie man das denn mit der Technik und der Architektur Industrial Data Space schafft und danach schauen, wie ein Unternehmen sich dann intern aufstellen muss, um Daten überhaupt handhabbar zu machen, die in einer neuen Heterogenität dann anfallen. Genau. Der Industrial Data Space, haben wir schon gehört, ermöglicht den Austausch von Punkt zu Punkt. Das heißt, es ist keine Plattform in der Mitte erforderlich, sodass es keine dritte Instanz gibt, die potenziell Daten mitliest oder irgendwas mit den Daten machen kann, die sie austauschen. Dazu haben Sie einen Connector, das ist ein Software-Gateway, wie es hier dargestellt ist, das sich mit IT-Services, hier als Data-Apps bezeichnet, ausstatten lässt. Diese Data-Apps sind, genauso wie der Connector, vertrauenswürdig, sie sind zertifiziert oder vielleicht auch Open Source und können speziell von einer Seite, die Daten sendet, angesprochen werden. Das heißt, zwei Daten verfügen eben über diese Konnektoren mit möglichen IT-Services da drin. Und wenn jetzt ein Unternehmen B dem Unternehmen A Daten bereitstellt, dann befindet sich in dem Connector eine App, in dem Fall die hier in grau gekennzeichnete, die Daten aus einem Backend-System entgegennimmt. Diese Daten werden dann im Core-Container des Industrial Data Space mit Metadaten versehen und das sind diese Nutzungsbedingungen, von denen wir heute schon viel gehört haben. Diese Nutzungsbedingungen werden den Nutzdaten angeheftet und legen fest, wie lange, durch wen, zu welchem Zweck Daten verwendet werden dürfen. Und dieser Zweck manifestiert sich in dem IT-Service des empfangenden Connectors beispielsweise. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt einen Risikofall und man möchte jetzt in der Lieferkette die Kapazitäten und die Bestände, die dort vorliegen, austauschen. Das sind erst einmal relativ intime Informationen, denn man möchte mit Sicherheit nicht die freien Kapazitäten vor dem Hintergrund möglicherweise nächster Vertragsverhandlungen offen kommunizieren. Aber man vertraut dem Planungsalgorithmus oder dem Risikoalgorithmus des Datenempfängers und sagt, ja, für diesen einen Verwendungszweck stelle ich die Daten zur Verfügung. Dieser Algorithmus verarbeitet die Daten dann, verdichtet sie möglicherweise derart, dass das Ergebnis für den Empfänger nicht mehr kritisch ist, leitet sie an eine weitere App, die das in die Backend-Systeme spielt, weiter. Auf diese Weise kann ich auch nach Datenaustausch als Datensender die Kontrolle über meine Daten erhalten. Der Industrial Data Space bietet aber einen zweiten wesentlichen Vorteil, nicht nur die Datensouveränität, sondern eben auch Standardisierung. Das IDS-Vokabular, diese Metadaten, von denen wir gerade gesprochen haben, ermöglichen es, dass sich verschiedene Domänen, sei es Automobilindustrie, sei es Pharmaindustrie, wir haben verschiedene Domänen heute hier auch anwesend, dass die sich auf dieser IDS-Vokabularbasis miteinander in Verbindung setzen können und die fachspezifischen Vokabulare werden dann entsprechend der Domäne darin referenziert. Das ermöglicht ist, dass man sich nicht nur in bestehenden Beziehungen, wie jetzt hier einer Lieferkette, wie sie hier eben vielleicht im Fall von Audi vorliegen kann, austauscht, dort kennt man sich ja bereits, sondern in einer neuen Datenökonomie können sich Unternehmen auch ad hoc miteinander vernetzen und beispielsweise können sich einzelne Dienstleister entwickeln, die dann auf Basis des Industrial Data Space bestimmte IT-Services anbieten, Planungsalgorithmen, die dann eingebunden werden in den Datenaustausch.
damit sich diese einander unbekannten oder zunächst unbekannten Parteien miteinander in Verbindung setzen, gibt es den Industrial Data Space Broker. In dem Broker registrieren sich Datenanbieter und Datennachfrager, können auf der anderen Seite dann schauen, welcher Konnektor bietet Daten an, und dann wird wieder eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den beiden Konnektoren aufgebaut. Das heißt, über den Industrial Data Space kann ich mich in meiner Lieferkette mit Unternehmen vernetzen. Ich kann weitere übergeordnete Planungs- und Steuerungsdaten beispielsweise einbinden oder gar auch öffentlich verfügbare Daten, beispielsweise bezüglich Verkehr oder Wetter. Für das einzelne Unternehmen stellt sich dann aber die Herausforderung, wie gehe ich denn jetzt mit diesen Daten, die in Formaten vorliegen, die ich vielleicht bisher in meinem ERP-System nicht verarbeitet habe, um? Und vor allem, wie gehe ich mit dieser großen Masse, die vielleicht dann im Vergleich zu irgendwie Planungsdaten dann doch beim Wetter recht umfangreich sind, um? Dazu ist es erforderlich, dass das Unternehmen als solches sich intern, wenn wir hier das als die Horizontale betrachten, sich intern auch vertikal mit einer passenden IT-Architektur ausstattet. Dazu haben wir am Fraunhofer ISST ein Konzept entworfen, mit dem es Unternehmen möglich ist, Daten ab der Datenerzeugung, beispielsweise in der Produktion oder in der Lieferkette, bis oben in den Geschäftsprozess zu verarbeiten. Wir haben heute schon mehrfach das Bild von der Datenveredelung, von der Datenwertschöpfung gehört. Man muss schrittweise vorgehen, um aus den Daten eben einen Nutzen zu ziehen. Dazu müssen die Datenquellen vernetzt werden, beispielsweise auch mit Quellen außerhalb des Unternehmens. Und um jetzt diese große Menge an Daten verarbeiten zu können und darauf auch sinnvolle Operationen ausführen zu können, mit Hilfe von Smart Services, werden diese sinnvollerweise in einem Data Lake gesammelt, sodass sich auch die Daten verschiedener Quellen miteinander vernetzen lassen können. Auf diesen vernetzten Daten kann ich dann mit Services bestimmte Aktionen ausführen. Ich kann beispielsweise Werte aggregieren, ich kann Ausreißer eliminieren, Dubletten eliminieren, und auf diesen Basic Services, nennen wir es oft, setzen dann Smart Services auf, die dann schon einem bestimmten Zweck dienen. Wir haben hier das Beispiel Predictive Maintenance. Das ist eine recht weit vorangeschrittene Disziplin, gerade im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Oder aber auch ein Alerting für den Produktionsfortschritt. Anhand der in Echtzeit eintreffenden Daten lassen sich beispielsweise Muster erkennen, aus denen hervorgeht, dass ein gewisser Sollzeitplan nicht eingehalten wird. Das wären dann Services, die dann in den eigentlichen Geschäftsprozessen konkret genutzt werden können. Genau, und wie sich das Ganze jetzt an haptischen Beispielen darstellen lässt, haben wir auch in unserer Messe dargestellt. Wir haben zum einen dort den heute schon erwähnten Chatbot ausgestellt, der quasi als Service auf einer semantischen Informationsschicht arbeitet und ihn ermöglicht, mit ihren Daten sozusagen im Dialog zu bleiben. Und auf der anderen Seite haben wir ein Exponat vom Industrial Data Space, der nochmal das Thema Zeitfenstermanagement an der Rampe motiviert und dort einen kleinen Demonstrator darstellt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das ist ein Einblick in die technischen Hintergrund. Herr Bernd hat so schön gesagt, die Technik ist vorhanden. Ja, das ist sie. Jetzt hoffen wir, dass das Ganze in der Praxis in Gang kommt und auch sich die Juristen und die IT miteinander einigen.